Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich würde gerne am Anfang zu drei Sachen etwas sagen. Zum einen nochmal zu dem Wochenende und zu den Entscheidungen zur Koalition. In einem zweiten Punkt etwas zum Kongress der Europäischen Linken, auch am vergangenen Wochenende. Und ganz am Ende noch zwei Hinweise von mir für Ereignisse in dieser Woche. Wir haben jetzt seit dem Wochenende Klarheit über die Frage der Großen Koalition. Die SPD hat ihren Mitgliederentscheid absolviert. Es wird sie geben, die Koalition aus Union und Sozialdemokraten, und Angela Merkel bleibt Kanzlerin. Das ist alles in allem nicht überraschend. Und ich kann auch ruhigen Gewissens sagen, dass ich Ihnen das hier in diesem Raum schon vor der Bundestagswahl mehrmals in Aussicht gestellt habe, dass das so kommen wird. Ich will allerdings auch die Gelegenheit nutzen, weil das ja zum Teil auch in den Diskussionen in den letzten 14 Tagen eine Rolle gespielt hat. Die Tatsache, dass die Sozialdemokraten einen Mitgliederentscheid absolviert haben, ist zunächst einmal zu würdigen. Das ist ein Zuwachs an innerparteilicher Demokratie. Ich will allerdings auch sagen, dass es jetzt nicht dazu geeignet ist, wie das am Wochenende ja der Fall war, hier große Feste der Demokratie zu feiern. Es ist auch keine Neuigkeit. Die drei kleineren Parteien haben Mitgliederentscheide auch schon erfolgreich absolviert und zum praktischen Parteialltag gemacht. Auch meine Partei, wenn die Großen jetzt an dieser Stelle nachziehen, ist das zu würdigen. In der Sache selbst, was den Koalitionsvertrag betrifft und das, was jetzt vor uns liegt, ist die Vorausschau relativ übersichtlich. Es wird in diesen 4 Jahren nicht viel passieren. Es wird im Wesentlichen eine große Blockade einer großen Koalition sein. Und es wird auch, wenn man darauf schaut, was die Sozialdemokraten noch in diesem Bundestagswahlkampf angekündigt haben, wenig passieren. Wenn man sich die Diskussion zum Mindestlohn vergegenwärtigt, die wir auch heute schon wieder der Presse entnehmen können, dann merken wir, dass schon jetzt wieder der Versuch unternommen wird, hinter das bisschen, was zum Thema Mindestlohn im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, zurückzugehen und die Ausnahmen noch weiter zu fassen, als sie bisher schon im Raum standen. Was bleibt, ist das schlechte Gefühl, dass Rentnerinnen und Rentner, Menschen in prekären Beschäftigungssituationen, die Verlierer dieser großen Koalition sind und im Wesentlichen darauf verzichten müssen, in den kommenden 4 Jahren eine Verbesserung ihrer Situation erleben zu dürfen. Nun sind am Wochenende auch eine Reihe an Personalentscheidungen bzw. Ankündigungen veröffentlicht worden. Ehrlich gesagt, so viel fällt mir dazu auch gar nicht ein. Ich will mir allerdings trotzdem Mühe geben, die ein oder andere Bemerkung dazu zu machen. Es wird sehr viel über Frau von der Leyen diskutiert und ihr neues Amt als Verteidigungsministerin. Ich werde mich nicht an Spekulationen darüber beteiligen, ob sie das für höhere Ämter qualifiziert oder nicht. Wir werden Frau von der Leyen wie alle anderen Ministerinnen und Minister an der Politik messen, die sie in den kommenden 4 Jahren macht. Was das konkrete Ressort der Verteidigung betrifft, will ich 2 Stichworte nennen. Das eine ist das Thema Rüstungspolitik und Rüstungsexporte. Wir werden mal schauen, ob Frau von der Leyen zu mehr Transparenz als ihre Vorgänger in der Lage ist. Und vielleicht gelingt es ihr ja auch, die Rüstungsexporte einzudämmen. Das wäre mal ein politischer Erfolg, den ich mir wünschen würde. Ich habe allerdings berechtigte Zweifel, dass wir in der Tat in der praktischen Politik eine Veränderung erleben werden. Die Koalition, die neue, hat die Kultur der Zurückhaltung, die zumindest auf dem Papier noch für die alte Koalition galt, ja schon aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Insofern würde ich mich zwar freuen, wenn auch bei der Frage der Auslandseinsätze der Bundeswehr eine Veränderung eintreten würde. Auch da mache ich ein großes Fragezeichen, aber vielleicht ist Frau von der Leyen in der Lage, mich in diesen 4 Jahren zu überraschen. Es sind gleich 3 Generalsekretäre zu Ministern ernannt worden. Ich habe am Wochenende den Eindruck gehabt, es sei ein irgendwie unangenehmes Amt. Ich bin noch da. Frau Nahles soll Arbeitsministerin werden. Ich will noch mal daran erinnern, dass Frau Nahles zu den Kritikerinnen der Hartz-IV-Politik unter der Schröder-Regierung gezählt hat. Ob wir in ihrem neuen Amt jetzt erleben, dass sie eine praktisch andere Politik zum Beispiel gegen das entwürdigende Sanktionssystem der Hartz-Gesetze umsetzen kann, werden wir sehen. Daran werden wir sie messen. Ich will noch eine Bemerkung machen zum Thema Osten.
Iris Gleike soll die Beauftragte für Ostdeutschland werden. Das Erste, was zu lesen war, es sollen Hochleistungsverbindungen, also Stichwort schnelles Internet im Osten bereitgestellt werden. Das ist lobenswert. Ich will allerdings auch darauf hinweisen, dass ausgebaute Infrastruktur noch nicht dazu führt, dass der Osten real Anschluss findet an die alten Bundesländer. Es ist damit noch nichts geleistet beim Thema Angleichung der Löhne und es ist damit auch noch nichts geleistet beim Thema Angleichung der Rente. Zu dem zweiten Punkt Europa. Die Europäische Linke hat am Wochenende in Madrid ihren Kongress abgehalten und sich auf die Europawahlen im kommenden Jahr vorbereitet. Pierre Laurent von der KP Frankreichs ist erneut zum Vorsitzenden der Europäischen Linken gewählt worden mit 79%. Dazu gibt es von uns natürlich auch einen Glückwunsch. Wir haben diese Kandidatur auch unterstützt. Alexis Tsipras, mittlerweile auch in der Bundesrepublik sehr bekannt als der Oppositionsführer in Griechenland, wird der Spitzenkandidat der Europäischen Linken für das Amt des Kommissionspräsidenten, also auch unser Spitzenkandidat als Deutsche Linke, als Teil der Europäischen Linken für dieses Amt. Wir wollen als Europäische Linke gemeinsam in diesen Europawahlkampf ziehen. Wir wollen Europa sozialer machen. Europa braucht eine Gerechtigkeitswende und vielleicht gelingt es uns mit einer starken europäisch-linken Fraktion im neuen Europaparlament auch ein Stück weit das, was man als Renaissance des europäischen Sozialstaates bezeichnen könnte, anzustoßen. Dritter Punkt, ich will auf zwei Dinge hinweisen, die in dieser Woche noch anstehen. Wir haben in diesem Jahr beschlossen, im Parteivorstand hier am Haus, am Karl-Liebknecht-Haus, eine Gedenktafel anzubringen für die Kommunistinnen und Kommunisten und Antifaschistinnen und Antifaschisten, die dem großen Terror in der Sowjetunion in den 1930er bis 50er Jahren zum Opfer gefallen sind. Das wird morgen hier am Haus um 17 Uhr geschehen. Wir werden vorher um 16 Uhr bereits eine Ausstellung hier eröffnen im Haus und im Anschluss an die Enthüllung der Gedenktafel auch zu einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Wer, wenn nicht wir" einladen. Ich will noch mal sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir endlich diesen Beschluss herbeigeführt haben und diese Gedenktafel hier am Haus auch anbringen. Sie sind herzlich eingeladen, morgen hier mit dabei zu sein. Und eine zweite Bemerkung, am 19. Dezember jährt sich zum 10. Mal die Verabschiedung der Hartz-IV-Gesetze im Bundestag und die Parteivorsitzende Katja Kipping wird an diesem Tag auch Bilanz ziehen zu diesen 10 Jahren. Sie wird das gemeinsam tun mit Inge Hannemann, der Hartz-IV-Rebellin, die, glaube ich, mittlerweile fast jedem in der Bundesrepublik auch bekannt ist. Und gestatten Sie mir die letzte Bemerkung, damit wir die Sache rund haben. Es ist schon gesagt worden am Anfang, es ist wahrscheinlich die letzte Pressekonferenz in diesem Jahr. Ich will mich sehr herzlich bedanken für die Zusammenarbeit in diesem aufregenden Bundestagswahljahr und freue mich auf das nächste. Dankeschön.